Es geht um nichts Geringeres als diesen Pokal und ein Spiel gegen den Bundesligisten Arminia Bielefeld. Es ist Finalzeit am Niederrhein. Rot-Weiß Essen, der Dritte der Regionalliga, spielt an der heimischen Hafenstraße gegen den Elften der Oberliga, den ersten FC Kleve. Zwei Welten prallen aufeinander. Endspieldebütant gegen Rekordpokalsieger. Und er hier hat den Pokal letzte Saison mit Uerdingen gewonnen. Ogusan Kefir. In dieser Spielzeit schoss er mit Essen den Titelverteidiger in der zweiten Runde aus dem Pokal. Rot-Weiß Essen in den weißen Trikots will von Anfang an keine Zweifel aufkommen lassen. Kefir legt in die Mitte auf Kee Gomez. Doch Hall blockt auf der Linie ab. Die Chance ist aber noch nicht vorbei. Vor 300 eingeladenen Gästen Amara Kondé holt sich den Ball, spielt den Pass auf Kefir. Doch dieses Mal ist Keeper Taner zur Stelle. Das Team von Umut Akpina sieht sich einem Chancensturm ausgesetzt. Kee Gomez mit dem Superpass auf Simon Engelmann. Doch Ahmed Taner ist zur Stelle. Eine Superparade gegen den Torschützenkönig der Regionalliga West. 25 Tore in 26 Spielen, allesamt aber noch im Dress vom SV Rödinghausen. Danach gibt es Ecke für RWE auf den Kopf von Hahn. Doch Rio Terada auf der Linie, der Bruder von Oberhausen Schun Terada und Neuzugang vom SV Strahlen, klärt in letzter Instanz. Der 2:0 Halbfinalsieg gegen den TVD Velbert war das erste Pflichtspiel von Trainer Christian Neidhardt, der nach dem verpassten Aufstieg das Amt von Christian Tietz übernommen hat. Die Mannschaft ist trotzdem gut eingestellt. Nächste Chance, Backstadt, ebenfalls vom SV Rödinghausen gekommen, testet das Gebälk an seiner neuen Heimstätte. Kleve hat in dieser Pokalsaison hauptsächlich Qualifikanten aus den Kreispokalen als Gegner gehabt. RWE ist der Klassenhöchste. Umut Akpina bezeichnete den Abstand als Zweiklassenunterschied. Und den sieht man auch. Engelmann mit der großen Chance erst gehalten und dann über den Kasten. Wenn man RWE etwas vorwerfen kann, dann ist es die mangelhafte Chancenverwertung. Und so bleibt Kleve das Überraschungsmoment. Ein fix ausgeführter Freistoß weckt Davari auf, der bis dahin noch keinen Ball abwehren musste. Der Regionalligist lässt sich davon aber nicht beeindrucken. Baksat auf Blechati, der sieht Engelmann in der Mitte und dann ist der Knoten geplatzt. 39. Minute, 1:0. Es ist eine Koproduktion von Neuzugängen. Baksan und Engelmann von Rödinghausen und Plechati von Schalke 04 bringen Rot-Weiß Essen in Führung. Ein Ballkontakt pro Spieler und die Klever Verteidigung ist nach einem aufopferungsvollen Kampf geschlagen. Danach geht es in die Pause. Das 0:1 ist aus Kleversicht mehr als schmeichelhaft. Ogusan Kefir ist vorne aktiv, die Chancen haben aber seine Mitspieler. In der zweiten Hälfte kommt Luca Thürl in die Partie und der gerät sofort ins Scheinwerferlicht. Grund fährt das Bein aus und Florian Hain zeigt in seinem letzten Spiel als Schiedsrichter auf den Punkt. Es gibt Elfmeter für Kleve. Die Entscheidung etwas strittig. Grund könnte auch den Ball gespielt haben. So ist es an Dragovic auszugleichen und das macht er. 1:1. Kleve ist wieder im Spiel. In Kleve wird das Spiel im Corona-konformen Public Viewing übertragen. Dort sehen die Fans diesen sicheren Elfmeterschützen, der auch schon gegen Bocholt im Elfmeterschießen im Halbfinale sicher verwandeln konnte. Rot-Weiß Essen ist schnell um eine Antwort bemüht. Simon Engelmann tanzt die Mittelfeldspieler aus, versucht es aus 25 Metern und trifft 2:1. Nicht mal 5 Minuten hat der Ausgleich Bestand. Er entpuppt sich als goldener Neuzugang. Simon Engelmann mit seinem zweiten Tor in der Partie. Dieses Mal unter Mithilfe von Tim Hahl. In der ersten Hälfte hat er den Ball noch auf der Linie geblockt. Jetzt fälscht er unhaltbar für Torwart Taner ab. Essen lässt das Spiel jetzt ruhiger angehen. Kleve kann die Lücken aber nicht ausnutzen. Stattdessen kreiert Rot-Weiß die gefährlichen Chancen. Kefir auf Joshua Endres. Der fällt im Strafraum, weil Terflot das Bein rausstellt. Und wieder zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Dieses Mal auf der anderen Seite. Eine Entscheidung, die man geben kann, auch wenn Endres dieses Geschenk dankend annimmt. Natürlich steht Engelmann bereit, diesen Elfmeter zu schießen. Und das macht er auch souverän. 3:0. Rot-Weiß Essen ist La Decima, dem 10. Pokalerfolg, nur noch wenige Schritte entfernt. Es ist das 11. Pokaltor für Simon Engelmann, 7 für Rödinghausen, 4 für Rot-Weiß Essen. Der Hattrick-Held wird danach unter Applaus der Delegation ausgewechselt. Auch Ogusan Kefir Schicht ist vorbei. Er hat viele Offensivaktionen mitgestaltet. Es ist demnach auch sein Pokalerfolg. Die letzten Minuten plätschern dahin. Es gibt nochmal eine Chance für Rot-Weiß. Der Ball gelangt zu Joshua Endres. Der steht frei vor Keeper Taner. Doch der pariert klasse. Der war eigentlich schon auf dem Weg in den Urlaub. Doch Umut Akpina konnte ihn auf dem Weg zum Flughafen für das Finale überzeugen. Er hat mehrere Male stark gehalten. Am Ende hilft das aber nichts für Kleve. Rot-Weiß Essen gewinnt verdient mit 3:1 und zieht damit in den DFB-Pokal ein. Es geht gegen Arminia Bielefeld und den T-Shirts nachzuurteilen soll das nur der Beginn einer langen Pokalkampagne sein. Saarbrücken hat es vorgemacht. Rot-Weiß Essen bekommt natürlich auch den Pokal und das ist ein bedeutender. Nach 4 titellosen Jahren und 2 verlorenen Finals holt Rot-Weiß Essen zum 10. Mal den Niederrhein-Pokal.